Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Ryuyo Kobayashi schnappt sich das Preisgeld. Urheberrecht Getty Images. Der Sieg bei der Raffia Tour geht an einen Japaner. Ryuyo Kobayashi reicht zum Abschluss ein zweiter Platz. Markus Eisenbichler ist bester Deutscher. Skispringer Ryuyo Kobayashi hat die 10-tägige Raffia Tour in Norwegen gewonnen und 60.000 Euro Preisgeld eingestrichen. Dem Japaner genügte zum Abschluss auf dem Monsterbacken in Vikersund ein zweiter Rang, um den diesmal drittplatzierten Österreicher Stefan Kraft zu überholen. Bester DSV Adler auf der größten Schanze der Welt war Weltmeister Markus Eisenbichler als Fünfter. Der Tagessieg ging an den Slowen Domen Prevc. Während Vierschanzen-Tournee-Gewinner Kobayashi nach insgesamt 15 Sprüngen den größten Scheck des Winters überreicht bekam, durfte auch Eisenbichler zufrieden sein. Der zweite Sprung war eine Granate. Wenn ich im ersten Durchgang den Fehler nicht mache, kann es sogar richtig abgehen, sagte der Bayer, dem umgerechnet 7,40 Meter zum Podest fehlten im ZDF. Auch in der Gesamtwertung verfehlte Eisenbichler als Vierter das Treppchen knapp. Andreas Wellinger setzt Zeichen, der zweite Sprung war eine Granate. Wenn ich im ersten Durchgang den Fehler nicht mache, kann es sogar richtig abgehen, sagte der Bayer, dem umgerechnet 7,40 Meter zum Podest fehlten im ZDF. Auch in der Gesamtwertung verfehlte Eisenbichler als Vierter das Treppchen knapp. Ein Zeichen setzte auch Andreas Wellinger, Ruhpolding, als Elfter. Kleine Nuancen fehlen noch, aber es ist definitiv der richtige Weg, sagte der Olympiasieger kurz vor dem Ende einer meist enttäuschenden Saison. Richard Freitag, Aue, belegte den 13. Es folgten Konstantin Schmidt, Oberaudorf, auf Platz 20 und Wiese-Weltmeister Karl Geiger, Oberstdorf, auf Position 22. Endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgte der 19 Jahre alte Domen Prevc. Das Skisprungjuwel, das Ende 2016 vier Siege in drei Wochen gefeiert hatte, stand nach Flügen auf 241,0 Metern und 232,5 erstmals seit Januar 2017 überhaupt wieder auf dem Podest. Die Vierschanzentournee hatte Prevc Anfang Januar noch chancenlos zur Halbzeit abgebrochen. In der Gesamtwertung lag Kobayashi letztlich mit 2461,5 Punkten hauchdünn vor Kraft 2458,6. Meine Sprünge waren sehr brav, das letzte Risiko war leider nicht da. Ryuyos zweiter Sprung war wieder eine Bombe, sagte Kraft, der die Serie bei der Premiere 2017 gewonnen hatte. Gesamtdritter wurde der Norweger Robert Johansen, 2351,6, vor Eisenbichler, 2296,8. Der von Kraft gehaltene Weltrekord, 253,5 Meter, geriet am gesamten Wochenende nicht in Gefahr.